Dieses Video soll die Frage beantworten, ob es sich lohnt, einen Drucker zu kaufen, der Fotos und Office-Dokumente ausdrucken kann. Meine Antwort darauf lautet eindeutig nein. Es lohnt sich weder preislich noch die Qualität der Ausdrucke kann mit denen aus dem Labor mithalten. Damit man ein einigermaßen gutes Ergebnis bekommt, sollte man sowohl Original-Tinten als auch Original-Fotopapier benutzen. Andernfalls sind Tinte und Papier nicht aufeinander abgestimmt und die Farbwiedergabe ist verfälscht. Ich habe mir für einen Preisvergleich den Canon PIXMA MG5750 herausgesucht. Dieser kommt mit 5 Patronen. 2 der Patronen sind schwarz, die eine eignet sich für Fotos, die andere eher für den Textdruck. Für diesen Vergleich habe ich das 10x15 Format gewählt. Das Original-Fotopapier von Canon in der höchsten Qualitätsstufe kostet ca. 20 Cent pro Blatt. Hinzu kommen noch einmal 19 Cent Tintenkosten. Die Verbrauchsmaterialien kosten mich also bereits 39 Cent pro Foto. Nicht eingerechnet sind Kosten für den Drucker und Stromkosten. Im Vergleich dazu kostet ein Abzug im Labor bei CW in der höchsten Qualitätsstufe 23 Cent und beim Ausdruck in der Drogerie zahlt man 27 Cent. Zudem ist die Qualität der Laborfotos deutlich besser als die der selbst ausgedruckten. Dazu habe ich das gleiche Foto selbst ausgedruckt mit einem Canon PIXMA und auch entwickeln lassen bei einem Fotolabor. Wer jetzt auf die Idee kommt, kompatible Patronen und alternatives Fotopapier einzusetzen, nimmt dafür ein schlechteres Ergebnis in Kauf. Tinte und Papier müssen aufeinander abgestimmt sein. Wer jetzt entrüstet einen Kommentar schreiben will, dem sei gesagt, dass man das gleiche Foto nebeneinander halten muss, um die Unterschiede zwischen Labor- und Heimdrucker zu sehen. Zudem bietet Canon mit der PIXMA Pro-Serie Fotodrucker an, die mit 8 Tinten daherkommen. Bei diesen Druckern sieht die Sache mit der Qualität schon wieder ganz anders aus. Canon würde keine Drucker mit 8 Tinten verkaufen, wenn die Drucker mit 5 Patronen die gleiche Qualität liefern könnten. Das Argument, dass man nur selten Fotos druckt, aber für diesen Fall gerüstet sein will, hat 2 Haken. Die Fotoschwarzpatrone wird bei jeder automatischen und manuellen Druckkopfreinigung des Druckers benutzt und kostet also auch Geld, wenn man sie nicht benutzt. Zudem sind alle Farbpatronen aus Dye-Tinte und diese eignet sich eher für Fotos als für den üblichen Dokumentendruck. Canon bietet mit der Maxify-Serie eine Linie an, die sich für den Dokumentendruck deutlich besser eignet. Epson bietet in der Workforce-Reihe ähnliche Geräte an. Diese kommen mit nur 4 Tinten daher und diese sind pigmentiert. Es gibt natürlich spezielle Anwendungsfälle, in denen Fotos sofort gedruckt werden müssen. In diesen Fällen spielt eventuell nicht der Preis oder die Qualität eine Rolle. Diese möchte ich natürlich nicht kritisieren. Es geht mir mit diesem Video darum, dass man sich vor dem Kauf über die Nachteile im Klaren sein sollte.